Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem Kurzupdate Kapitalmärkte begrüßen. Das lange Wochenende steht vor der Tür. Morgen ist ja der 1. Mai. In den vergangenen Tagen haben doch die internationalen Börsen und auch die Währungsmärkte relativ starke Bewegungen gezeigt. Und das wird nun natürlich über das Wochenende eine Flut von Artikeln, Kommentaren und Meinungsäußerungen zur Folge haben. Und wir möchten dies nun kurz in einen kleinen Kontext einordnen, damit Sie hier gut gerüstet sind. Was Sie hier sehen, das ist die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes gemessen an der orangenen Linie. Sie sehen, der Stand vorhin 11.410 Punkte. Sie wissen, wir waren bereits bei gut über 12.000 Punkten. Das heißt, der Markt hat doch einiges korrigiert. Aber damit Sie es mal in die Perspektive setzen können, haben wir mal die Zeitlinie bis zum Jahr 1996 zurückgenommen. Und diese weiße Linie, die Sie sehen, das ist der 200-Tage gleitende Durchschnitt, der ja auch von vielen immer als Maßstab betrachtet wird, ob sich der Markt jetzt in einem Aufwärtstrend befindet, wenn er eben über dieser Markierung notiert, oder ob jetzt eine starke Korrektur bevorsteht, eben wenn diese DAX-Linie hier in Orange dargestellt, diese weiße Durchschnittslinie von oben nach unten schneidet. Wie Sie momentan sehen, da haben wir schon noch ordentlich Luft zwischen dieser Linie, was natürlich darin begründet ist, dass wir ein sehr, sehr starkes erstes Quartal hatten. Die Gründe natürlich im schwachen Euro, im günstigen Öl und natürlich auch in den günstigen Refinanzierungsmaßnahmen für die Unternehmen, gepaart mit einer sehr expansiven Politik der Europäischen Zentralbank. Aber was wir Ihnen hier vor allem auch mal zeigen möchten, dass diese Gegenbewegung, die wir momentan sehen, absolut normal ist, dass diese Dimension bei weitem nicht so dramatisch ist, wie es scheint, weil wenn ein Markt rund 25, 26% innerhalb eines Quartals steigt, dann ist es auch vollkommen normal, wenn er hier mal wieder einige Prozent zurückkommt, und die Medien müssen das natürlich auch entsprechend positionieren. Teilweise werden dann wieder die Krisenpäpste aus der Kiste geholt, die poppen dann auf wie Kai aus der Kiste und erklären ihnen, warum der DAX-Stand ja völlig unnatürlich ist. Aber das sind die gleichen Argumentationen, die wir bei 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 und 10.000 Punkten im DAX auch schon hören durften. Also meines Erachtens momentan nicht zu sehr verrückt machen lassen oder, wie unser Analyst gesagt hat, aktuell noch ein Sturm im Wasserglas. Den Aufwärtstrend des Euros, den sehen wir momentan auch. Und was dieser Aufwärtstrend genau bedeutet, habe ich Ihnen auch hier mal dargestellt. In Orange sehen Sie also die Entwicklung des Euros gegenüber dem US-Dollar. Und wir sehen hier, der Euro hat doch dramatisch an Wert verloren, relativ schnell, eben diese orangene Linie. In Weiß sehen wir wiederum den 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Und Sie sehen jetzt hier, der Euro ist wieder ein bisschen auf dem Aufwärtstrend, läuft also auf diese 200-Tageslinie zu. Und auch da muss man sagen, nach einer solch starken Bewegung, das absolut normal. Auch ganz klar, etwas technisch vielleicht, aber die Frage muss man sich ja stellen: Wer hat sich denn nicht gegen den Euro positioniert? Sie sehen es hier auch dargestellt, den Eurokurs in diesem, ja, was ist das? In diesem schicken Blau-Grün, und in dem Grau sehen Sie die Position an den Terminmärkten, und da sehen Sie es: exorbitante Positionierung gegen den Euro. Klar, weil natürlich Amerikaner, die in europäische Aktien investieren, die sichern sich natürlich auch ab über den Terminmarkt. Dazu haben sich natürlich auch europäische Investoren im Ausland engagiert und haben natürlich Positionen gegen den Euro aufgebaut. Und vom Kleinspekulanten bis zum Hedgefonds waren da alle irgendwo dabei. Und wenn sich natürlich dann das so Offensichtliche, sich jeder positioniert, dann muss natürlich auch mal eine Gegenbewegung kommen. Und je einseitiger dann die Marktteilnehmer positioniert sind, desto stärker wird natürlich auch die Gegenbewegung. Aber auch das, hier sehen wir momentan noch keinen Trendbruch, sondern wir sehen eine durchaus normale Entwicklung nach dieser sehr, sehr starken Bewegung. Die US-Wirtschaft, die war ja auch im Fokus. Das Wachstum im ersten Quartal kam ja ziemlich mies rein. Ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren. In der linken Grafik sehen Sie mal die Entwicklung einfach für viele vergangene Jahre zurück, jeweils die verschiedenen Quartale. Da sieht man auch, dass das erste Quartal immer mal wieder kein Quartal ist, was überwiegend glänzt. Aber wir haben es uns auch nochmal angeschaut: Okay, was hat denn eigentlich zur Wirtschaftsentwicklung beigetragen? Und da sehen Sie es hier, der größte negative Impact, der kam natürlich von den Exporten. Natürlich ganz klar durch diesen sehr, sehr starken Dollar, das nachhaltig natürlich für die US-Wirtschaft. Also der Export hat hier doch negativ überrascht. Dann natürlich die Investitionen auch schwächer als erwartet, weil wir sehen hier im Endeffekt die Nulllinie.
Und natürlich der Punkt auch ganz klar, die Ölindustrie hat es ganz schön gerissen. Aber auf der anderen Seite muss man hier sagen, das Thema Konsum bzw. Service, da sah es ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also von daher muss man sagen, sollte man sich momentan auch nicht zu sehr verrückt machen lassen. De facto bleiben die Zinsen erstmal unten bzw. werden vielleicht später oder langsamer steigen, als wenn die Konjunktur sich besser entwickeln würde. Warten wir es mal ab. Aber wie gesagt, das ist momentan auch kein wesentlich dramatisches Ergebnis. Kommen wir kurz zur taktischen Einschätzung. Ganz klar. Kurzfristig haben wir eine erhöhte Verunsicherung in allen Anlageklassen und das ist das alte Thema, was wir ja schon häufiger kommuniziert haben, dass wir uns durchaus vorstellen können, dass Aktien und Anleihen in die gleiche Richtung laufen, dass dementsprechend Portfolio- und Depotpositionierungen, die identisch aussehen von der Verteilung wie vor 3 Jahren, heute größere Risiken aufweisen und nehmen Sie deswegen diese aktuelle Bewegung, wo Anleihen wie zum Beispiel Bundesanleihen und Aktien gleichzeitig gefallen sind, als Warnschuss, sich mal mit ihrer Depotstruktur auseinanderzusetzen. Und ganz klar, die Anlageklassen mit den stärksten Trends, die waren natürlich auch am deutlichsten betroffen. Da haben die Investoren sich relativ stark positioniert. Es gab Trendfolger, die da draufgesprungen sind. Die haben natürlich die Tiefe oder auch die Geschwindigkeit des Trends noch verstärkt. Und wenn die sich natürlich jetzt wieder in eine andere Richtung drehen, sehen wir solche Bewegungen wie in den letzten Tagen am Aktien- und am Währungsmarkt. Das Timing-Risiko, meines Erachtens momentan nicht zu unterschätzen. Die Frage nun, möchte man jetzt den Trend, einer Trendumkehr hinterherlaufen? Oder wie positioniert man sich? Meines Erachtens sollte man da nichts überstürzen, weil sonst verliert man wahrscheinlich wichtige Performance-Punkte hier. Also wie gesagt, nicht zu sehr verrückt machen lassen. Deswegen strategische Einschätzung und da auch ganz klar unser Credo, momentan keine Auswirkung auf die strategische Vermögensstruktur. Also das, was in den letzten Tagen passiert ist, Aktienmarkt ein bisschen runter, Öl ein bisschen hoch, Euro-Dollar mit einer Umkehr, führt unseres Erachtens nicht zu Auswirkungen auf die strategische Vermögensstruktur. Dazu sind natürlich Bedingungen zu erfüllen und die sind aus unserer Perspektive, ich sollte breit investiert sein über die verschiedenen Vermögensklassen und auch innerhalb der Vermögensklassen natürlich einen sinnvollen Mix haben. Die Streuung über verschiedene Währungen, das gilt aus jeder Perspektive. Der Japaner sollte nicht alles im Yen haben, der Euroland-Bürger nicht alles im Euro, der Amerikaner nicht alles im Dollar. Also eine gewisse Streuung über Währung macht natürlich im globalen Währungsabwertungswettlauf durchaus Sinn. Und man sollte natürlich verschiedene Strategien und Investmentansätze verwenden, also nicht nur auf vielleicht Investitionsvehikel setzen, die 1:1 am Aktienmarkt hängen, sondern vielleicht auch Ansätze, die die letzten 5 Jahre eine schwächere Wertentwicklung hatten, da sie zum Beispiel Absicherungsstrategien vorgenommen haben, weil investieren heißt ja Blick auf die Zukunft und nicht Blick auf die Vergangenheit. Also hier der Mix zwischen marktabhängigen Strategien und Strategien, die das ein bisschen aktiver gestalten, meines Erachtens momentan ein sinnvoller Mix, auch wenn es momentan in den Medien anders propagiert wird, aber auch da ist ja vieles tendenziell eher rückwärts gerannt und grundsätzlich, das kennen Sie, wenn die Anlagestrategie mal sauber hergeleitet ist und Ihre finanzielle Risikobereitschaft und den Anlagehorizont reflektiert, dazu vielleicht auch noch die persönliche Meinung zur Großwetterlage in diesem Schuldensumpf, in dem wir uns ja auf globaler Ebene bewegen, dann macht es durchaus mal Sinn, die mal irgendwo niederzuschreiben und auch gewisse Regeln aufzustellen, wie man sich in schwierigen Zeiten verhält und man kann durchaus ja jetzt mal die Situation nutzen, das Pulver, was man an der Seite hat, mal zumindest mal eine kleine Tranche, ein paar Prozent in den Aktienmarkt reinzugeben, weil es ist ja jetzt ein gutes Stück günstiger geworden und in den Rahmenbedingungen hat sich wenig geändert. Das war's von meiner Seite. Ich darf Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Wir werden es auch nochmal detailliert im Ypos Kapitalmarktdialog natürlich reflektieren. Der nächste am 19. Mai, Beginn um 18 Uhr, die Registrierung wie immer über die Webseite. Also, das war's zum Schluss. Ihnen ein schönes Maiwochenende. Genießen Sie die Zeit. Bis bald. Auf Wiedersehen.